Inmitten eines unendlichen Meeres aus Sand und Gestrüpp, Ayers Rock, ein geheimnisumwitterter Ort mit vielen Gesichtern. Uluru, Sitz der Ahnen, nennen die Ureinwohner Australiens, die Aborigines, den Koloss voller Ehrfurcht. In magischen Ritualen beschwören sie die Geister ihrer gottgleichen Vorfahren. Musste der Deutsche Ludwig Leichhardt sterben, weil er Uluru zu nahe kam? Er war vor 150 Jahren als erster Weißer aufgebrochen, um das riesige, unbekannte Land zu durchqueren. Irgendwo im feindlichen Inneren, das sie bis heute das tote Herz Australiens nennen, verschwand der Forscher spurlos. Am Anfang formten unsere Urahnen das Land. Sie schufen Pflanzen und Tiere, Menschen und Naturgewalten. Wir nennen das die Traumzeit. Eine der Schöpferfiguren, verewigt im Fels, Namargon, der Herr der Blitze. Mit Steinäxten spaltet er die Wolken. Besonders wild wütet er zur Regenzeit im tropischen Norden Australiens. Hier entladen sich die spektakulärsten Gewitter der Welt. Hier führt Namargon sein einzigartiges elektrisches Zaubertheater auf. Der Donnergott schickt gewaltige Regenfälle und verheerende Wirbelstürme. Er bringt aber auch Erneuerung und Fruchtbarkeit. Seit der Schöpfung, so erzählen es die Legenden, schlafen die Urahnen in Felsen, Bäumen oder Wasserläufen. Für die Aborigines heilige Ruhestätten. Die geweihten Orte sind tabu für jeden Fremden. Wer sie betritt, muss sterben. Wie alle Europäer damals weiß auch Ludwig Leichhardt nichts von der Magie der Aborigines. 1844 will er als erster Australien von Osten nach Norden durchqueren. Der Traum seines Lebens, eines Lebens, das in einer bürgerlichen Idylle begonnen hatte. Rückblick. 1813 wurde er geboren, vermutlich starb er 1848. Doch in seinem Ururgroßneffen scheint er weiterzuleben. Der heißt auch Ludwig Leichhardt und sieht seinem Vorfahren zudem verblüffend ähnlich. Trebatsch, ein Dorf in der Mark Brandenburg. Hier kam Leichhardt zur Welt. Sein Nachfahre besucht die einzige Gedenkstätte in Deutschland, die an den verschollenen Pionier erinnert. ...1833 ging Ludwig Leichhardt zum Studium an die Universität nach Göttingen. Mit größter Leidenschaft widmete er sich den Naturwissenschaften. Schon damals hieß sein einziges Ziel Australien. In Leichhardts Worten: Es ist der Kern, diese dunkle Masse, die mich anzieht. 1842 war es soweit. Er kam in Sydney an. Zwei Jahre später konnte er sich endlich auf den Weg machen, die dunkle Masse zu erkunden. In der Mitchell-Bibliothek sind wir auf sein Originaltagebuch gestoßen. In Englisch hat er seine Erlebnisse festgehalten. Wir betraten, von Hoffnung getragen, die Wildnis Australiens, in vollem Chore ein God Save the Queen anstimmend. Leichhardt reitet mit 9 Männern, darunter 2 Aborigines, los. Die Ausrüstung ist dürftig. Zwar unterstützen ihn ein paar Gönner, die britische Kolonialregierung aber gibt dem vermeintlich spinnerten Preußen keinen Penny. Von Brisbane aus will er in 7 bis 8 Monaten Port Essington erreichen, einen Militärposten an der Nordküste. Es sollte ein Höllentrip werden. Wir folgen seinen Spuren. Auch heute noch ein beschwerliches Unternehmen, denn Leichhardts Route liegt abseits der asphaltierten Straßen. Diese unendliche Fläche bestand aus einer gleichförmig dichten Masse Wald ohne die geringste Unterbrechung.
Alles war eine unermessliche See aus Wald und Busch. Jeden Tag Wasser zu finden, ist das größte Problem für die Männer. Mehrmals stehen sie kurz vor dem Verdursten. Die meisten Flüsse sind ausgetrocknet. Glenn McLaren weiß genau, wie dreckig es den Abenteurern damals ging. Der Australier schrieb seine Doktorarbeit über Leichhardts Expedition. Auf Pferd und Motorrad kämpfte er sich über 4000 Kilometer durch den Busch, der alten Route exakt folgend. Leichhardt und seine Expeditionsmitglieder waren häufig gezwungen, solches Brackwasser, das gelegentlich auch noch übel riecht, zu trinken. Aber sie hatten keine andere Wahl. Wasser ist rar im trockenen Landesinnern. Sie mussten diese kleinen, verschmutzten Lachen nehmen, und wenn die Männer und Tiere die Vorräte verbraucht hatten, gruben sie weiter, bis wieder Wasser nachsickerte. Die monotone Landschaft hat sich bislang kaum verändert. Doch dann erschweren unvermutete Hindernisse den Weg. Die Abenteurer müssen dieses tief zerklüftete Gelände überwinden. Eine wahre Höllenqual für Mensch und Tier. Sie ziehen vorbei an heiligen Plätzen. Beobachtet von den stummen Ahnen aus der Traumzeit. Für die Fremden gefährliche Pfade. Doch davon wissen sie nichts. Aber die Reise hat auch angenehme Seiten. Der 16-jährige Murphy ist jüngster Teilnehmer der Expedition. Leichhardt benennt viele Berge und Flüsse nach seinen Gönnern oder Mitgliedern der Gruppe. Seitdem heißt dieses Gewässer Murphys See. Schon mindestens 50.000 Jahre leben die Ureinwohner auf dem australischen Kontinent. Die Weißen hielten sie lange für primitive Wilde, denn sie erkannten die komplexe Glaubenswelt hinter der Steinzeitfassade nicht. Im rituellen Tanz zum Beispiel schlüpfen die Aborigines in die Rolle eines Urahnen. Ihr Urahn ist das Possum. Dieses Beuteltier verwandelte sich am Ende der Traumzeit hier in Stein, so die Legende. Wir bedürfen der Nachhilfe, um das Possum zu sehen. Berlé und zwei Männer seines Clans nehmen uns mit zu einem heiligen Felsen. Als Nomaden bauen sie keine Häuser und Kultstätten. Ihre Tempel finden sie in der Natur. Die Aborigines kennen auch keine Schrift, sondern geben ihr Wissen in Form von Tänzen, Liedern, Zeichnungen oder Geschichten weiter. Vor allem darin sind die uralten Gesetze und die soziale Ordnung festgehalten. Mythen und Traditionen gespeichert. Ein gewaltiges Archiv im Kopf von wenigen Auserwählten. Billy gehört dazu. An solchen Plätzen zelebrieren sie bis heute ihre geheimsten Riten, die aber niemand filmen darf. Hier werden Knaben nach großen körperlichen Qualen in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen. Die Alten beschneiden die Prüflinge, schlagen ihnen einen Vorderzahn aus und fügen den Körpern mit Steinmessern tiefe Wunden zu. Diese Male schützen mich vor der gefährlichen Regenbogenschlange. Wenn ich durch ein Wasserloch schwimme, in dem die Schlange lauert, greift sie mich nicht an. Muss ich lange Strecken laufen, geben mir die Narben große Ausdauer. Hier bewahren sie auch die heiligen Churungas auf. In die uralten Scheiben aus Holz oder Stein sind magische Symbole eingraviert. Verschlüsselte Botschaften aus der Traumzeit. Nur die alten Männer kennen ihre Bedeutung. Aber sie hüten das Wissen, das sie in langen Jahren und bei vielen Zeremonien erworben haben, aufs Sorgsamste. Die größten Geheimnisse enthüllen sie meist erst kurz vor ihrem Tod, geben sie bloß an die Würdigsten weiter. Die Alten haben einen Blick durch das Fenster der Vergangenheit geworfen, kennen die Geschichten der Traumpfade, die die Ahnen schufen, als sie über das Land wanderten.
Wie ein unsichtbares Netz durchziehen diese Traumpfade den Kontinent. Die Vorfahren übereigneten jedem Clan ein bestimmtes Territorium, das sie mit den Traumpfaden eingrenzten. Die Aborigines sehen diese Grenzen, wir nicht. In einem Meer von Büschen und Bäumen finden sie blind den einen, der das Ende ihres Gebietes markiert. Weil die Aborigines Menschen und Natur als Einheit betrachten, fühlen sie sich völlig mit ihrem Land verwachsen. Deshalb respektiert jeder die Grenzen der Nachbarstämme. Leichhardt interessiert sich für die Lebensweise der Ureinwohner. Er beschreibt ihre Gebräuche, untersucht die verlassenen Lagerstätten. Ein direkter Kontakt gelingt ihm selten. Der Aborigine Brown, sein Begleiter, versteht die Ureinwohner der anderen Regionen leider nicht, denn jeder Clan hat seine eigene Sprache. Doch der Wissenschaftler kann den Einheimischen wenigstens vermitteln, dass er in friedlicher Absicht kommt. Und Tauschhandel funktioniert auch ohne Worte. Das wahrscheinlich älteste Blasinstrument der Welt, das Didgeridoo, nur ein hohler Ast. Der dröhnende Klang entsteht durch spezielle Atemtechnik und das Vibrieren der Lippen. Billy hält Ausschau nach dem Blutholzbaum. Aus seinen Ästen lassen sich die besten Instrumente fertigen. Aber nur, wenn sie vorher von Termiten ausgehöhlt wurden. Erstaunlich, wie zielsicher die Männer brauchbare Äste ausmachen. Von außen sieht man dem Baum nichts an. Die Termiten haben ganze Arbeit geleistet. Schon der erste Versuch klingt vielversprechend. Als Hüter des Wissens darf Billy das Didgeridoo bemalen, mit Farben, die er aus rotem oder gelbem Ocker sowie Kalk und Holzkohle gewinnt. Und er kennt die geheimnisvollen Geschichten, die sich hinter den Motiven verbergen. Nur Männer dürfen bei den Zeremonien das Didgeridoo spielen. Dann wird es zum heiligen Instrument. Sein erdiger Klang entführt in die Traumzeit. Der Kampf ums Überleben hat die Ureinwohner zu perfekten Jägern werden lassen. Sie werfen den Speer nicht wie üblich, sondern legen ihn in eine schalenförmige Schleuder. Das gibt dem Geschoss größere Wucht. Außerdem können sie damit wesentlich genauer treffen. Und so entharrt man die Mahlzeit. Im Erdofen unter Holzkohle gart der Braten schließlich. Bei besonders großem Hunger isst man das Fleisch auch schon mal halb roh. Leichhardt und seine Begleiter führen 16 Ochsen als eiserne Ration mit. Immer dann, wenn die Wildnis keine Nahrung mehr bietet, töten sie ein Tier. Das Schlachten beherrschen sie von Mal zu Mal besser. Brown schneidet das Fleisch in Streifen und hängt es zum Trocknen auf. Wenn es regnet, nisten sich Maden darin ein. Sie essen es trotzdem, ihnen bleibt keine andere Wahl. Auf dem langen Weg zur Nordküste stoßen wir immer wieder auf den Namen des deutschen Forschers. Einen Teil der Route haben die Australier Leichhardt-Autobahn genannt. Ein Baum, in den er die Anfangsbuchstaben seines Namens eingekerbt haben soll. Unterwegs notiert er alles, was ihm auffällt. Sehr gutes Weideland zum Beispiel. Bis heute profitieren die Australier von seinen präzisen Beobachtungen.
Die modernen Cowboys haben die Pferde inzwischen gegen den Helikopter eingetauscht. Alle paar Monate treiben sie die Rinder zusammen, um die schlachtreifen Tiere auszusortieren. Fliegend erledigen sie den Job dreimal so schnell wie im Sattel. Allerdings auch mit größerem Risiko, denn beim Viehtreiben aller Achterbahn schmiert so mancher Haudegen der Lüfte ab. Selbst bei der Arbeit am Boden hat die einfache Pferdestärke fast ausgedient. Eines der größten Uranabbaugebiete der Welt, die Ranger-Mine. Als Leichhardt hier vorbeizieht, hat das radioaktive Metall noch keinen wirtschaftlichen Wert und niemand kennt seine Gefährlichkeit. Nur die Aborigines haben schon immer die unheilvolle Ausstrahlung des Ortes gespürt. Der Clan-Älteste erzählt. Zuerst kam dort einer von uns ums Leben, dann noch einmal vier. Als die Weißen dann anfingen, das Uran abzubauen, fragten sie uns nicht. Schließlich starben auch zwei von ihnen. Sie gingen hin und kamen nie wieder zurück, sind einfach verschwunden. Da muss irgendetwas sein. Wir warnten sie, sagten, es sei gefährlich, aber wir konnten sie nicht aufhalten. Leichhardts Plan, nach 8 Monaten am Ziel zu sein, geht nicht auf. Er hat erst die Hälfte der Strecke geschafft, 2000 Kilometer. Dann macht er einen verhängnisvollen Umweg, der weitere 5 Wochen Zeit kostet. Es ist das einzige Mal, dass er sich irrt. Sein Kompass ist schon lange zerbrochen. Er hat nur noch den Sextanten und eine unzureichende Karte, um die Position überhaupt zu bestimmen. Orientierung heute ein Kinderspiel mit dem Satellitennavigationssystem GPS. Umso erstaunlicher, wie genau Leichhardt damals mit seinen bescheidenen Mitteln war. Leichhardts Längenangaben stimmen mit meinen GPS-Werten nahezu überein. Diesen Punkt zum Beispiel hat er lediglich 400 Meter weiter südlich bestimmt. Die Aborigines brauchen keine Instrumente, kennen das Territorium wie im Traum. Ihr fotografisches Gedächtnis speichert Merkmale der Landschaft, die uns unwesentlich erscheinen. So finden sie selbst die entlegenste Wasserstelle wieder, Oase und Ritualort zugleich. Lange mussten sie machtlos mit ansehen, wie die Weißen die heiligen Plätze entweihten, sei es aus Ignoranz oder Rücksichtslosigkeit. Wie sehr sich das geändert hat, zeigt sich in Alice Springs. Die Stadt im Mittelpunkt Australiens birgt mehr als 300 geheiligte Orte. Seitdem die Aborigines wieder Anspruch auf ihr Land haben, sind die Plätze geschützt. Diese Stätte ist den Frauen vorbehalten. Männer sind nicht zugelassen. Strafe für unbefugtes Betreten: 20.000 australische Dollar, rund 24.000 Mark. Ganz in der Nähe ein Forschungszentrum. Es würdigt Professor Theodor Strelo, sein Vater, ein deutscher Missionar, der die Ureinwohner bekehren sollte. Theodor wuchs in den 20er Jahren mit Aborigines auf. Er lernte ihre Sprache, begriff die fremdartige Kultur. Die Stammesältesten vertrauten dem jungen Mann, überließen ihm sogar ihre Totems, die geheimsten Kultgegenstände. In den Ausstellungsräumen sind nur Objekte des Alltags zu sehen. In den Kellern, verpackt und unter strengstem Verschluss, lagern die wahren Heiligtümer. Etwa 2.500 magische Churungas. Die Aborigines meiden das Gebäude. Ihnen graut vor der geballten, unheimlichen Macht, die in den Katakomben schlummert. Doch nur ein paar Häuser weiter stellt ein Privatsammler solche Churungas völlig ungeniert aus. Wir können es kaum glauben. Für uns nur exotische Requisiten. Für die Aborigines beseelte Scheiben aus Stein oder Holz, belegt mit dem höchsten Tabu. Jeder Nicht-Eingeweihte, der sie zu Gesicht bekommt, muss sterben. Die Schuhe der gefürchteten Kurdeitscha-Männer, Rächer, die Gesetzesbrecher töten. Das Flechtwerk aus zarten Emu-Federn hinterlässt keine Spuren. Nirgendwo sonst darf man solche Objekte filmen, doch hier sieht man das problemlos. Die Stammesältesten vertrauen mir. Alles ist hinter Glas. Niemand außer mir darf die Gegenstände berühren. Damit sind sie zufrieden und ich habe auch keine Schwierigkeiten. Der magische Knochen,
Er bringt den Tod aus der Ferne. Die Alten wissen, dass ich den magischen Knochen habe. Deshalb kommen sie nicht hierher. Sie baten mich, ihn zu verschließen, damit sie nicht zu Tode erschrecken. Das habe ich auch getan. Aber sie wissen, dass er hier ist. Das Versteck kennen sie nicht. Nur ich weiß, wo es ist. Seit Jahrtausenden richten die Hüter des Gesetzes den magischen Knochen auf die, die sie zum Sterben verdammen. Es gibt kein Entrinnen. Wird der Todeszauber der Aborigines auch Leichhardt und seine Gefährten treffen, weil sie heiligen Boden betreten? Brown war jetzt der Gewohnheit verfallen, fast ununterbrochen den Todesmarsch zu pfeifen, was auf mich einen eigentümlich beklemmenden Eindruck hervorbrachte. Weiß der Eingeborene mehr, fühlt er sich gar schuldig? Denn später heißt es, Leichhardts Aborigines hätten Frauen belästigt, vielleicht sogar vergewaltigt. Am 28. Juni 1844 schlägt die Gruppe das Lager am Rand einer Lagune auf. Die Stimmung ist entspannt, sie sind wieder auf dem richtigen Weg und man hat 10 Enten geschossen. Endlich wieder eine gute Mahlzeit. An diesem Tag ist ihre Welt in Ordnung. Leichhardts Bilanz der schrecklichen Nacht. Herr Calvert hatte heftige Keulenschläge erhalten und war über der Hüfte und am Knie verwundet. Herr Roper hatte 4 Lanzenstiche in der Kopfhaut. Einer hatte den Augennerv verletzt. Gilbert war ein Speer in die Halsschlagader gedrungen. Unser unglücklicher Gefährte war nicht mehr. Zur Erinnerung an Gilbert nennt er einen Strom nach dem getöteten Botaniker. Die Strapazen werden immer größer. Flüsse, vorher meist ausgetrocknet, führen jetzt viel Wasser und bilden zeitraubende Wegsperren. Das Überqueren von Flüssen in dieser Gegend bedeutet nicht nur Pferde und Ochsen ans andere Ufer zu bringen. Leichhardt musste auch sicherstellen, dass seine Vorräte nicht nass wurden. Außerdem gab es da noch eine ständig lauernde Gefahr, Salzwasserkrokodile. Der Name täuscht. Die bis zu 7 Meter langen Monster fühlen sich in Süßwasser genauso wohl. In großer Zahl leben sie in den Gewässern Nordaustraliens. Krokodilattacken, die tödlich enden, sind keine Seltenheit. Die Kette der Unglücksfälle reißt nicht ab. 4 Pferde ertrinken in einem Fluss. Damit hat Leichhardt keine Reservetiere mehr. Doch dann, nach Monaten unsäglicher Schinderei, können sie von einem Hügel aus am Horizont das Meer ausmachen. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Aber ihr Ziel, Port Essington, liegt noch viele 100 Kilometer weiter nordwestlich. Um dorthin zu gelangen, müssen sie zunächst wieder zurück ins feindliche Landesinnere. Das Klima wird tropisch, die schwüle Hitze unerträglich. Von
Von einem Hügel hatte ich eine höchst entmutigende, trostlose Aussicht über eine schrecklich steinige Gegend. Es schien, als ob eine Hochebene buchstäblich in Stücke gehackt worden sei. So lagen die Blöcke von den verschiedensten, fantastischsten Gestalten da. In der Nähe dieses Wasserfalls gelingt es Leichhardt, in einem schier unmenschlichen Kraftakt mit seinen Leuten und verbliebenen Pferden und Ochsen von dem 300 Meter hohen Felsplateau abzusteigen. Die Männer sind am Ende. Sie ernähren sich fast nur noch von Wasser und getrocknetem Fleisch. Für die Reize der Landschaft haben sie keinen Blick. Die spektakulären Felszeichnungen der Aborigines bleiben ihnen verborgen. Im heutigen Kakadu-Nationalpark sowie im angrenzenden Arnhem-Land gibt es allein 20.000 dieser Freiluftgalerien, die größte Ansammlung von Felsgemälden in der Welt. Leichhardt erwähnt überhaupt nur einmal eine Felszeichnung, eine Schildkröte aus rotem Ocker. George Chalupka, der bedeutendste Experte auf dem Gebiet der Felsmalerei, hat selbst ungefähr 3000 Galerien entdeckt, erfasst und ausgewertet. Dabei ist er auf ein erstaunliches Bild gestoßen. One of the most intriguing paintings here was what I believe represents Ludwig Leichhardt, who descended from the Eines der verblüffendsten Gemälde zeigt, wie ich glaube, Ludwig Leichhardt, der das Felsplateau in der Nähe der Jim-Jim-Fälle hinabstieg. Das ist ungefähr 40 Kilometer von hier. Die Aborigines sahen zum ersten Mal einen Europäer. Deshalb gaben sie dem sonderbaren Wesen einen Tierkopf. Die Figur ist im Röntgenstil gemalt. Das heißt, Knochen und innere Organe sind in der Hülle des Geschöpfs abgebildet. Die Aborigines wussten, dass die Waffe, die der Fremde trug, töten konnte, so wie ihre Speere. Deshalb trägt er das Gewehr über dem Kopf, als ob er einen Speer schleudern würde. Wir gingen nach der Stelle, wo wir die größte Menge fliegender Füchse gesehen. Meine Begleiter schossen 67. Sie lieferten Frühstück, Mittag und Abendbrot. Bei der Wahl des Menüs sind die Männer schon lange nicht mehr zimperlich. Flughunde, von Leichhardt fliegende Füchse getauft, werden zur Delikatesse. Trotz aller Torturen haben die Abenteurer noch unglaublich viel Glück. Die längst fällige Regenzeit mit ihren gewaltigen Überschwemmungen hat sich verzögert. Einen Monat später hätte es in dieser Gegend kein Durchkommen mehr gegeben. Die Draufgänger wären in den Fluten ertrunken. Am 17. Dezember 1845 ist es endlich soweit. 15,5 Monate nach ihrem Aufbruch von Brisbane erreichen Leichhardt und seine Gefährten, total ausgemergelt und zerlumpt, mit letzter Kraft das lang ersehnte Ziel. Unmenschliche Strapazen haben sie überstanden. Als erste eine Ost-Nord-Route durch den australischen Kontinent entdeckt. Sie waren 4.500 Kilometer durch bislang unbekanntes Land gezogen, von Küste zu Küste. So sah der Militärposten Port Essington damals aus. Nur Ruinen sind geblieben. Der Kommandant empfängt die schon lange Vermissten fassungslos und peppelt sie wieder auf. 4 Wochen lang erholen sie sich. Dann gehen sie an Bord des Schoners Heroin. Set the foresail! Zweieinhalb Monate später werden die längst totgeglaubten in Sydney triumphal empfangen. Plötzlich stehen Leichhardt alle Türen offen. Man belohnt die Wagemutigen mit Geld,
feiert ihn, den man den spinnerten Preußen genannt hat, als Nationalhelden. Über Nacht wird er zum berühmtesten Mann Australiens. Kaum ein Ort, der ihn nicht gebührend würdigt. In Sydney benennen sie sogar einen Stadtteil nach ihm und setzen dem zielstrebigen Entdecker ein Denkmal. In Deutschland aber nimmt kaum jemand Notiz von seiner Ruhmestat. Bis heute ist er bei uns ein nahezu Unbekannter geblieben. Es war ein großer Augenblick für Leichhardt persönlich, aber auch für die Geschichte Australiens. Er hatte einen Weg vom erschlossenen Süden zum isolierten Militärposten Port Essington im Norden gefunden. Eine neue Handelsroute, um Vieh oder Güter auf dem Landweg dorthin zu bringen. Von da aus wurden die Waren nach Indien oder in andere britische Kolonien in Südostasien exportiert. Und während er seinen persönlichen Triumph feierte, scheiterten gleichzeitig andere Forscher. In diesem Freudentaumel plante er bereits ein noch gewaltigeres Vorhaben, die Durchquerung des Kontinents von Ost nach West und zurück. Er will die Simpson-Wüste umgehen und sich dann zur Westküste durchschlagen. Eine ungeheure Strecke, doppelt so lang wie die erste. Von der Buschfarm Jimba bricht er auf. Nach 8 Monaten hat er gerade 800 Kilometer geschafft. Sintflutartiger Regen, Malaria und der Verlust vieler Packtiere zwingen ihn zur Umkehr. Doch fest entschlossen zieht er 9 Monate später wieder los. Am 3. April 1848 schreibt er diesen Brief an seinen Agenten in Sydney. Er hat sich auf einen langen Abschied eingestellt. Es wird ein Abschied für immer. Es ist Leichhardts letztes Lebenszeichen. Die gesamte Expeditionsgruppe verschwindet irgendwo im riesigen Inneren Australiens. Spurlos. 6 Weiße und 2 Aborigines. Dazu Ausrüstung und Vorräte. 50 Ochsen, 20 Packesel. Suchtrupps bringen lediglich Mutmaßungen und Gerüchte zurück. Erst 64 Jahre später, 1912, taucht plötzlich dieser Gewehrbeschlag auf. Der genaue Fundort kann nicht mehr bestimmt werden. Doch immerhin, das Stück Metall stammt laut Gutachten aus der Zeit, in der Leichhardt verschwand. Es könnte tatsächlich sein Gewehrbeschlag gewesen sein. Originalaufnahmen von der letzten großen Suchexpedition, die die australische Regierung 1936 ausschickte. Die Forscher stoßen am Rande der Simpson-Wüste auf Überreste eines Lagers. Aus vielen Kubikmetern Sand sieben sie unter anderem 2 englische Geldstücke heraus. Beide kamen vor Leichhardts Verschwinden in Umlauf. Reste einer Ledersohle. Gut zu erkennen, die Nahtlöcher. Skelettteile und Zahnfragmente von Ureinwohnern. 2 von Leichhardts Gefährten waren Aborigines. Metallteile, doch auch das kein eindeutiger Beweis für den Verschollenen. Kürzlich wurden in der Simpson-Wüste an verschiedenen Orten wieder Knochen gefunden. Wir machen uns auf den Weg zu den entlegenen Fundstätten. Vielleicht ist es die Chance, nach fast 150 Jahren endlich das Grab des deutschen Forschers zu entdecken. Zwei Ranger der Naturschutzbehörde begleiten uns. Für die Wüstenprofis ein Routinejob. Den meisten Australiern ist das tote Herz des Kontinents immer noch nicht geheuer. Viele Forscher oder Glücksritter sind hier jämmerlich krepiert. Mancher fand aus der trostlosen Einöde wieder zurück und faselte, dem Irrsinn verfallen, von Bergen aus massivem Gold. Andere suchten wie besessen einen legendären Binnensee. Ganz falsch war der Glaube daran nicht, sie kamen nur etwa 15 Millionen Jahre zu spät. Damals bedeckten tatsächlich riesige Seen das Landesinnere. Auf Radarbildern kann man noch deutlich die Form der inzwischen längst ausgetrockneten Gewässer erkennen. Wie könnte Ludwig Leichhardt ums Leben gekommen sein? Ist er in der Wüste ertrunken? Es klingt absurd, aber wenn es weiter nördlich wochenlang regnet, schießen gigantische Flutwellen durch die trockenen Flusstäler und reißen alles mit sich. Waren die Gefährten mit den Entscheidungen ihres bisweilen verschrobenen Anführers nicht einverstanden? Gab es eine Meuterei?
Sind sie alle schlichtweg verdurstet? Die Wüste verzeiht keinen Fehler. Oder verletzten sie ein Tabu, ohne es zu wissen? Traf sie vielleicht sogar der Todesfluch durch den magischen Knochen? Hetzte man die erbarmungslosen Rachemänner auf ihre Spur? Wir müssen uns über mehr als 1000 Sanddünen quälen. Die Simpson-Wüste ist fast halb so groß wie die Bundesrepublik. Fünf Experten aus Brisbane erwarten uns an einem Salzsee bei Pöppel Corner, genannt nach dem deutschen Landvermesser August Pöppel. Die Wissenschaftler, ein Gerichtsmediziner, ein Archäologe und zwei Genspezialisten. Sie könnten Ludwig Leichhardts Skelett hundertprozentig identifizieren. Dafür müsste man nur Erbinformationen aus den Knochen mit dem Blut des Ururgroßneffen in Deutschland vergleichen. Der so gewonnene genetische Fingerabdruck würde das ungewisse Schicksal seines berühmt gewordenen Verwandten aufklären. Vielleicht könnte man so Australiens größtes Rätsel lösen. Doch dazu muss der Gerichtsmediziner zunächst einmal feststellen, ob die menschlichen Überreste aus der Simpson-Wüste überhaupt von einem Weißen stammen. Knochenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Das erste Skelett liegt in flachem Gelände, noch halb vom Sand bedeckt. Der Archäologe rechts kümmert sich um das fachgerechte Freilegen der Gebeine. Das Stück eines Zahnes, der entscheidende Mosaikstein. Der Schädelknochen könnte von einem Aborigine stammen. Einen sicheren Beweis dafür liefert das Fragment aber nicht. Allerdings haben wir auch diesen Teil eines Eckzahnes gefunden. Die Krone ist ziemlich abgenutzt von Nahrung, die die Ureinwohner früher aßen. Für mich eindeutiges Zeichen, dass das Gebiss von einem Aborigine stammt. What you've got is a burial. It's flexed on the left side. It's facing. Es handelt sich hier um eine Begräbnisstätte. Man hat den Toten gebeugt auf die linke Seite gebettet. Das Grab ist in Nord-Süd-Richtung angelegt und wurde vermutlich von einer Sanddüne verschüttet. Hinter mir kann man die Düne noch sehen. Die Düne ist inzwischen weitergewandert. Sie hat das Grab einfach überquert. Auch bei den nächsten drei Fundstellen haben wir kein Glück. Keine Spur von Europäern, nur Grabstellen von Eingeborenen. Unsere letzte Hoffnung, das Wantata-Wasserloch. Nach Leichhardts Verschwinden drangen immer wieder schlimme Gerüchte zu den Siedlern am Rand der großen Wüste. Die Aborigines erzählten, hier seien Weiße massakriert worden, 7 bis 8 Männer, erschlagen oder von Speeren durchbohrt, hieß es. War es ein tödlicher Kampf um den letzten Tropfen Wasser? Am nahegelegenen Grabungsplatz kommen unsere Experten zu dem ernüchternden Befund, auch hier wurde kein weißer Mann bestattet. Alle Mühe war umsonst. Enttäuscht verlassen wir die Wüste.
Wo in diesem mysteriösen Inneren Australiens liegt Leichhardts Grab? Vielleicht haben wir es nur um ein paar Meter verfehlt. Möglich aber auch, dass es tausende von Kilometern entfernt ist. Die unendliche Wildnis wird es wohl nie preisgeben. Wissen womöglich die Ältesten um das Ende des Fremdlings und hüten dieses Geheimnis genauso sorgsam wie das Erbe ihrer Ahnen? Ein Erbe, das für immer verloren schien, als die Weißen kamen und die Traumpfade zerstörten. Skrupellose Ausbeuter folgten dem Pionier aus Deutschland. Ihn trieb allein der Forscherdrang in den dunklen Kern des Kontinents. Ludwig Leichhardt suchte seinen Traumpfad. Es wurde ein Weg ins Verderben. Auch am nächsten Sonntag führt ein Weg ins Verderben. Für eine Gruppe Wissenschaftler endet eine Reise nach Arabien tödlich. Ihr Schicksal, ihre Erkundungen und andere Entdeckungen in Terra X, die Weihrauch-Connection-Expeditionen im Jemen, am nächsten Sonntag um 19.30 Uhr im ZDF. Und jetzt startet das Terra X-Gewinnspiel. Machen Sie mit! Das Schlachten beherrschen sie von Mal zu Mal besser. Brown schneidet das Fleisch in Streifen und hängt es zum Trocknen auf. Wenn es regnet, nisten sich Maden darin ein. Sie essen es trotzdem, ihnen bleibt keine andere Wahl. Auf dem langen Weg zur Nordküste stoßen wir immer wieder auf den Namen des deutschen Forschers. Einen Teil der Route haben die Australier Leichhardt-Autobahn genannt. Ein Baum, in den er die Anfangsbuchstaben seines Namens eingekerbt haben soll. Unterwegs notiert er alles, was ihm auffällt. Sehr gutes Weideland zum Beispiel. Bis heute profitieren die Australier von seinen präzisen Beobachtungen. Die modernen Cowboys haben die Pferde inzwischen gegen den Helikopter eingetauscht. Alle paar Monate treiben sie die Rinder zusammen, um die schlachtreifen Tiere auszusortieren. Fliegend erledigen sie den Job dreimal so schnell wie im Sattel. Allerdings auch mit größerem Risiko, denn beim Viehtreiben aller Achterbahn schmiert so mancher Haudegen der Lüfte ab. Selbst bei der Arbeit am Boden hat die einfache Pferdestärke fast ausgedient. Eines der größten Uranabbaugebiete der Welt, die Ranger-Mine. Als Leichhardt hier vorbeizieht, hat das radioaktive Metall noch keinen wirtschaftlichen Wert und niemand kennt seine Gefährlichkeit. Nur die Aborigines haben schon immer die unheilvolle Ausstrahlung des Ortes gespürt. Der Clan-Älteste erzählt. Zuerst kam dort einer von uns ums Leben, dann noch einmal vier. Als die Weißen dann anfingen, das Uran abzubauen, fragten sie uns nicht. Schließlich starben auch zwei von ihnen. Sie gingen hin und kamen nie wieder zurück, sind einfach verschwunden. Da muss irgendetwas sein. Wir warnten sie, sagten, es sei gefährlich, aber wir konnten sie nicht aufhalten. Leichhardts Plan, nach 8 Monaten am Ziel zu sein, geht nicht auf. Er hat erst die Hälfte der Strecke geschafft, 2000 Kilometer. Dann macht er einen verhängnisvollen Umweg, der weitere 5 Wochen Zeit kostet. Es ist das einzige Mal, dass er sich irrt. Sein Kompass ist schon lange zerbrochen. Er hat nur noch den Sextanten und eine unzureichende Karte, um die Position überhaupt zu bestimmen. Orientierung heute, ein Kinderspiel mit dem Satellitennavigationssystem GPS. Und plante er bereits ein noch gewaltigeres Vorhaben, die Durchquerung des Kontinents von Ost nach West und zurück. Er will die Simpson-Wüste umgehen und sich dann zur Westküste durchschlagen. Eine ungeheure Strecke, doppelt so lang wie die erste.
Von der Buschfarm Jimba bricht er auf. Nach 8 Monaten hat er gerade 800 Kilometer geschafft. Sintflutartiger Regen, Malaria und der Verlust vieler Packtiere zwingen ihn zur Umkehr. Doch fest entschlossen zieht er 9 Monate später wieder los. Am 3. April 1848 schreibt er diesen Brief an seinen Agenten in Sydney. Er hat sich auf einen langen Abschied eingestellt. Es wird ein Abschied für immer. Es ist Leichhardts letztes Lebenszeichen. Die gesamte Expeditionsgruppe verschwindet irgendwo im riesigen Inneren Australiens. Spurlos. 6 Weiße und 2 Aborigines. Dazu Ausrüstung und Vorräte. 50 Ochsen, 20 Packesel. Suchtrupps bringen lediglich Mutmaßungen und Gerüchte zurück. Erst 64 Jahre später, 1912, taucht plötzlich dieser Gewehrbeschlag auf. Der genaue Fundort kann nicht mehr bestimmt werden, doch immerhin, das Stück Metall stammt laut Gutachten aus der Zeit, in der Leichhardt verschwand. Es könnte tatsächlich sein Gewehrbeschlag gewesen sein. Originalaufnahmen von der letzten großen Suchexpedition, die die australische Regierung 1936 ausschickte. Die Forscher stoßen am Rande der Simpson-Wüste auf Überreste eines Lagers. Aus vielen Kubikmetern Sand sieben sie unter anderem 2 englische Geldstücke heraus. Beide kamen vor Leichhardts Verschwinden in Umlauf. Reste einer Ledersohle. Gut zu erkennen, die Nahtlöcher. Skelettteile und Zahnfragmente von Ureinwohnern. 2 von Leichhardts Gefährten waren Aborigines. Metallteile, doch auch das kein eindeutiger Beweis für den Verschollenen. Kürzlich wurden in der Simpson-Wüste an verschiedenen Orten wieder Knochen gefunden. Wir machen uns auf den Weg zu den entlegenen Fundstätten. Vielleicht ist es die Chance, nach fast 150 Jahren endlich das Grab des deutschen Forschers zu entdecken. Zwei Ranger der Naturschutzbehörde begleiten uns. Für die Wüstenprofis ein Routinejob. Den meisten Australiern ist das tote Herz des Kontinents immer noch nicht geheuer. Viele Forscher oder Glücksritter sind hier jämmerlich krepiert. Mancher fand aus der trostlosen Einöde wieder zurück und faselte, dem Irrsinn verfallen, von Bergen geheiligter Orte. Seitdem die Aborigines wieder Anspruch auf ihr Land haben, sind die Plätze geschützt. Diese Stätte ist den Frauen vorbehalten. Männer sind nicht zugelassen. Strafe für unbefugtes Betreten, 20.000 australische Dollar, rund 24.000 Mark. Ganz in der Nähe ein Forschungszentrum. Es würdigt Professor Theodor Strelo, sein Vater, ein deutscher Missionar, der die Ureinwohner bekehren sollte. Theodor wuchs in den 20er Jahren mit Aborigines auf. Er lernte ihre Sprache, begriff die fremdartige Kultur. Die Stammesältesten vertrauten dem jungen Mann, überließen ihm sogar ihre Totems, die geheimsten Kultgegenstände. In den Ausstellungsräumen sind nur Objekte des Alltags zu sehen. In den Kellern, verpackt und unter strengstem Verschluss, lagern die wahren Heiligtümer. Etwa 2.500 magische Churungas. Die Aborigines meiden das Gebäude. Ihnen graut vor der geballten, unheimlichen Macht, die in den Katakomben schlummert. Doch nur ein paar Häuser weiter stellt ein Privatsammler solche Churungas völlig ungeniert aus. Wir können es kaum glauben. Für uns nur exotische Requisiten, für die Aborigines beseelte Scheiben aus Stein oder Holz, belegt mit dem höchsten Tabu. Jeder Nicht-Eingeweihte, der sie zu Gesicht bekommt, muss sterben. Die Schuhe der gefürchteten Kurdeitscha-Männer, Rächer, die Gesetzesbrecher töten. Das Flechtwerk aus zarten Emu-Federn hinterlässt keine Spuren. Nirgendwo sonst darf man solche Objekte filmen, doch hier sieht man das problemlos. Die Stammesältesten vertrauen mir. Alles ist hinter Glas. Niemand außer mir darf die Gegenstände berühren. Damit sind sie zufrieden und ich habe auch keine Schwierigkeiten. Der magische Knochen, er bringt den Tod aus der Ferne. Die Alten wissen, dass ich den magischen Knochen habe. Deshalb kommen sie nicht hierher. Sie baten mich, ihn zu verschließen, damit sie nicht zu Tode erschrecken. Das habe ich auch getan. Aber sie wissen, dass er hier ist. Das Versteck kennen sie nicht. Nur ich weiß, wo es ist.
Seit Jahrtausenden richten die Hüter des Gesetzes den magischen Knochen auf die, die sie zum Sterben verdammen. Es gibt kein Entrinnen. Wird der Todeszauber der Aborigines auch Leichhardt und seine Gefährten treffen, weil sie heiligen Boden betreten? Brown war jetzt der Gewohnheit verfallen, fast ununterbrochen den Todesmarsch zu pfeifen, was auf mich einen eigentümlich beklemmenden Eindruck hervorbrachte. Weiß der Eingeborene mehr, fühlt er sich gar schuldig? Denn später heißt es, Leichhardts Aborigines hätten Frauen belästigt, vielleicht sogar vergewaltigt. Erstaunlich, wie zielsicher die Männer brauchbare Äste ausmachen. Von außen sieht man dem Baum nichts an. Die Termiten haben ganze Arbeit geleistet. Schon der erste Versuch klingt vielversprechend. Als Hüter des Wissens darf Billy das Didgeridoo bemalen, mit Farben, die er aus rotem oder gelbem Ocker sowie Kalk und Holzkohle gewinnt. Und er kennt die geheimnisvollen Geschichten, die sich hinter den Motiven verbergen. Nur Männer dürfen bei den Zeremonien das Didgeridoo spielen. Dann wird es zum heiligen Instrument. Sein erdiger Klang entführt in die Traumzeit. Der Kampf ums Überleben hat die Ureinwohner zu perfekten Jägern werden lassen. Sie werfen den Speer nicht wie üblich, sondern legen ihn in eine schalenförmige Schleuder. Das gibt dem Geschoss größere Wucht. Außerdem können sie damit wesentlich genauer treffen. Und so entharrt man die Mahlzeit. Im Erdofen unter Holzkohle gart der Braten schließlich. Bei besonders großem Hunger isst man das Fleisch auch schon mal halb roh. Leichhardt und seine Begleiter führen 16 Ochsen als eiserne Ration mit. Immer dann, wenn die Wildnis keine Nahrung mehr bietet, töten sie ein Tier. Das Schlachten beherrschen sie von Mal zu Mal besser. Brown schneidet das Fleisch in Streifen und hängt es zum Trocknen auf. Wenn es regnet, nisten sich Maden darin ein. Sie essen es trotzdem, ihnen bleibt keine andere Wahl. Auf dem langen Weg zur Nordküste stoßen wir immer wieder auf den Namen des deutschen Forschers. Einen Teil der Route haben die Australier Leichhardt Autobahn genannt. Ein Baum in dem is shown in the manner of throwing the spear. Wir gingen nach der Stelle, wo wir die größte Menge fliegender Füchse gesehen. Meine Begleiter schossen 67. Sie lieferten Frühstück, Mittag und Abendbrot. Bei der Wahl des Menüs sind die Männer schon lange nicht mehr zimperlich. Flughunde, von Leichhardt fliegende Füchse getauft, werden zur Delikatesse. Trotz aller Torturen haben die Abenteurer noch unglaublich viel Glück. Die längst fällige Regenzeit mit ihren gewaltigen Überschwemmungen hat sich verzögert. Einen Monat später hätte es in dieser Gegend kein Durchkommen mehr gegeben. Die Draufgänger wären in den Fluten ertrunken. Am 17. Dezember 1845 ist es endlich soweit. 15,5 Monate nach ihrem Aufbruch von Brisbane erreichen Leichhardt und seine Gefährten, total ausgemergelt und zerlumpt, mit letzter Kraft das lang ersehnte Ziel. Unmenschliche Strapazen haben sie überstanden. Als erste eine Ost-Nord-Route durch den australischen Kontinent entdeckt. Sie waren 4.500 Kilometer durch bislang unbekanntes Land gezogen, von Küste zu Küste.
So sah der Militärposten Port Essington damals aus. Nur Ruinen sind geblieben. Der Kommandant empfängt die schon lange Vermissten fassungslos und peppelt sie wieder auf. 4 Wochen lang erholen sie sich. Dann gehen sie an Bord des Schoners Heroin. Set the foresail! Zweieinhalb Monate später werden die längst totgeglaubten in Sydney triumphal empfangen. Plötzlich stehen Leichhardt alle Türen offen. Man belohnt die Wagemutigen mit Geld, feiert ihn, den man den spinnerten Preußen genannt hat, als Nationalhelden. Über Nacht wird er zum berühmtesten Mann Australiens. Kaum ein Ort, der ihn nicht gebührend würdigt. In Sydney benennen sie sogar einen Stadtteil nach ihm und setzen dem zielstrebigen Entdecker ein Denkmal. In Deutschland aber nimmt kaum jemand Notiz von seiner Ruhmestat. Bis heute ist er bei uns ein nahezu Unbekannter. Die Wissenschaftler, ein Gerichtsmediziner, ein Archäologe und 2 Genspezialisten. Sie könnten Ludwig Leichhardts Skelett 100%ig identifizieren. Dafür müsste man nur Erbinformationen aus den Knochen mit dem Blut des Ururgroßneffen in Deutschland vergleichen. Der so gewonnene genetische Fingerabdruck würde das ungewisse Schicksal seines berühmt gewordenen Verwandten aufklären. Vielleicht könnte man so Australiens größtes Rätsel lösen. Doch dazu muss der Gerichtsmediziner zunächst einmal feststellen, ob die menschlichen Überreste aus der Simpson-Wüste überhaupt von einem Weißen stammen. Knochenarbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das erste Skelett liegt in flachem Gelände, noch halb vom Sand bedeckt. Der Archäologe rechts kümmert sich um das fachgerechte Freilegen der Gebeine. Das Stück eines Zahnes, der entscheidende Mosaikstein. Der Schädelknochen könnte von einem Aborigine stammen. Einen sicheren Beweis dafür liefert das Fragment aber nicht. Allerdings haben wir auch diesen Teil eines Eckzahnes gefunden. Die Krone ist ziemlich abgenutzt von Nahrung, die die Ureinwohner früher aßen. Für mich eindeutiges Zeichen, dass das Gebiss von einem Aborigine stammt. What you've got is a burial. It's flexed on the left side. It's facing. Es handelt sich hier um eine Begräbnisstätte. Man hat den Toten gebeugt auf die linke Seite gebettet. Das Grab ist in Nord-Süd-Richtung angelegt und wurde vermutlich von einer Sanddüne verschüttet. Hinter mir kann man die Düne noch sehen. Die Düne ist inzwischen weitergewandert. Sie hat das Grab einfach überquert. Auch bei den nächsten 3 Fundstellen haben wir kein Glück. Keine Spur von Europäern, nur Grabstellen von Eingeborenen. Unsere letzte Hoffnung, das Wantata-Wasserloch. Nach Leichhardts Verschwinden drangen immer wieder schlimme Gerüchte zu den Siedlern am Rand der großen Wüste. Die Aborigines erzählten, hier seien Weiße massakriert worden, 7 bis 8 Männer, erschlagen oder von Speeren durchbohrt, hieß es. War es ein tödlicher Kampf um den letzten Tropfen Wasser? 133 ging Ludwig Leichhardt zum Studium an die Universität nach Göttingen. Mit größter Leidenschaft widmete er sich den Naturwissenschaften. Schon damals hieß sein einziges Ziel Australien. In Leichhardts Worten: Es ist der Kern, diese dunkle Masse, die mich anzieht. 1842 war es soweit. Er kam in Sydney an. 2 Jahre später konnte er sich endlich auf den Weg machen, die dunkle Masse zu erkunden.
In der Mitchell-Bibliothek sind wir auf sein Originaltagebuch gestoßen. In Englisch hat er seine Erlebnisse festgehalten. Wir betraten, von Hoffnung getragen, die Wildnis Australiens, in vollem Chore ein God Save the Queen anstimmend. Leichhardt reitet mit 9 Männern, darunter 2 Aborigines, los. Die Ausrüstung ist dürftig. Zwar unterstützen ihn ein paar Gönner, die britische Kolonialregierung aber gibt dem vermeintlich spinnerten Preußen keinen Penny. Von Brisbane aus will er in 7 bis 8 Monaten Port Essington erreichen, einen Militärposten an der Nordküste. Es sollte ein Höllentrip werden. Wir folgen seinen Spuren. Auch heute noch ein beschwerliches Unternehmen, denn Leichhardts Route liegt abseits der asphaltierten Straßen. Diese unendliche Fläche bestand aus einer gleichförmig dichten Masse Wald ohne die geringste Unterbrechung. Alles war eine unermessliche See aus Wald und Busch. Jeden Tag Wasser zu finden ist das größte Problem für die Männer. Mehrmals stehen sie kurz vor dem Verdursten. Die meisten Flüsse sind ausgetrocknet. Glenn McLaren weiß genau, wie dreckig es den Abenteurern damals ging. Der Australier schrieb seine Doktorarbeit über Leichhardts Expedition. Auf Pferd und Motorrad kämpfte er sich über 4000 Kilometer durch den Busch, der alten Route exakt folgend. Leichhardt und seine Expeditionsmitglieder waren häufig gezwungen, solches Brackwasser, das gelegentlich auch noch übel riecht, zu trinken. Aber sie hatten keine andere Wahl. Wasser ist rar im trockenen Landesinnern. Sie mussten diese kleinen, verschmutzten Lachen nehmen, und wenn die Männer und Tiere die Vorräte verbraucht hatten, gruben sie weiter, bis wieder Wasser nachsickerte. Die monotone Landschaft hat sich bislang kaum verändert. Doch dann erschweren unvermutete Hindernisse den Weg. Zweieinhalb Monate später werden die längst totgeglaubten in Sydney triumphal empfangen. Plötzlich stehen Leichhardt alle Türen offen. Man belohnt die Wagemutigen mit Geld, feiert ihn, den man den spinnerten Preußen genannt hat, als Nationalhelden. Über Nacht wird er zum berühmtesten Mann Australiens. Kaum ein Ort, der ihn nicht gebührend würdigt. In Sydney benennen sie sogar einen Stadtteil nach ihm und setzen dem zielstrebigen Entdecker ein Denkmal. In Deutschland aber nimmt kaum jemand Notiz von seiner Ruhmestat. Bis heute ist er bei uns ein nahezu Unbekannter geblieben. Es war ein großer Augenblick für Leichhardt persönlich, aber auch für die Geschichte Australiens. Er hatte einen Weg vom erschlossenen Süden zum isolierten Militärposten Port Essington im Norden gefunden. Eine neue Handelsroute, um Vieh oder Güter auf dem Landweg dorthin zu bringen. Von da aus wurden die Waren nach Indien oder in andere britische Kolonien in Südostasien exportiert. Und während er seinen persönlichen Triumph feierte, scheiterten gleichzeitig andere Forscher. In diesem Freudentaumel plante er bereits ein noch gewaltigeres Vorhaben, die Durchquerung des Kontinents von Ost nach West und zurück. To cross the continent from the east coast to the west and then come back again. Er will die Simpson-Wüste umgehen und sich dann zur Westküste durchschlagen. Eine ungeheure Strecke, doppelt so lang wie die erste. Von der Buschfarm Jimba bricht er auf. Nach 8 Monaten hat er gerade 800 Kilometer geschafft. Sintflutartiger Regen, Malaria und der Verlust vieler Packtiere zwingen ihn zur Umkehr. Doch fest entschlossen zieht er 9 Monate später wieder los. Am 3. April 1848 schreibt er diesen Brief an seinen Agenten in Sydney. Er hat sich auf einen langen Abschied eingestellt. Es wird ein Abschied für immer. Es ist Leichhardts letztes Lebenszeichen. Die gesamte Expeditionsgruppe,
verschwindet irgendwo im riesigen Inneren Australiens. Spurlos. 6 Weiße und 2 Aborigines. Dazu Ausrüstung und Vorräte. 50 Ochsen, 20 Packesel. Suchtrupps bringen lediglich Mutmaßungen und Gerüchte zurück. Erst 64 Jahre später, 1912, taucht plötzlich dieser Gewehrbeschlag auf. Der genaue Fundort kann nicht mehr bestimmt werden. Doch immerhin, das Stück Metall stammt laut Gutachten aus der Zeit, in der Leichhardt verschwand. Es könnte tatsächlich sein Gewehrbeschlag gewesen sein. Originalaufnahme und peppelt sie wieder auf. 4 Wochen lang erholen sie sich. Dann gehen sie an Bord des Schoners Heroin. Set the foresail! Zweieinhalb Monate später werden die längst totgeglaubten in Sydney triumphal empfangen. Plötzlich stehen Leichhardt alle Türen offen. Man belohnt die Wagemutigen mit Geld, feiert ihn, den man den spinnerten Preußen genannt hat, als Nationalhelden. Über Nacht wird er zum berühmtesten Mann Australiens. Kaum ein Ort, der ihn nicht gebührend würdigt. In Sydney benennen sie sogar einen Stadtteil nach ihm und setzen dem zielstrebigen Entdecker ein Denkmal. In Deutschland aber nimmt kaum jemand Notiz von seiner Ruhmestat. Bis heute ist er bei uns ein nahezu Unbekannter geblieben. Es war ein großer Augenblick für Leichhardt persönlich, aber auch für die Geschichte Australiens. Er hatte einen Weg vom erschlossenen Süden zum isolierten Militärposten Port Essington im Norden gefunden. Eine neue Handelsroute, um Vieh oder Güter auf dem Landweg dorthin zu bringen. Von da aus wurden die Waren nach Indien oder in andere britische Kolonien in Südostasien exportiert. Und während er seinen persönlichen Triumph feierte, scheiterten gleichzeitig andere Forscher. In diesem Freudentaumel plante er bereits ein noch gewaltigeres Vorhaben, die Durchquerung des Kontinents von Ost nach West und zurück. To cross the continent from the east coast to the west and then come back again. Er will die Simpson-Wüste umgehen und sich dann zur Westküste durchschlagen. Eine ungeheure Strecke, doppelt so lang wie die erste. Von der Buschfarm Jimba bricht er auf. Nach 8 Monaten hat er gerade 800 Kilometer geschafft. Sintflutartiger Regen, Malaria und der Verlust vieler Packtiere zwingen ihn zur Umkehr. Doch fest entschlossen zieht er 9 Monate später wieder los. Am 3. April 1848 schreibt er diesen Brief an seinen Agenten in Sydney. Er hat sich auf einen langen Abschied eingestellt. Es wird ein Abschied für immer. Es ist Leichhardts letztes Lebenszeichen. Die gesamte Expeditionsgruppe verschwindet irgendwo im riesigen Inneren Australiens. Spurlos. 6 Weiße und 2 Aborigines. Dazu aus. Die Aborigines brauchen keine Instrumente, kennen das Territorium wie im Traum. Ihr fotografisches Gedächtnis speichert Merkmale der Landschaft, die uns unwesentlich erscheinen. So finden sie selbst die entlegenste Wasserstelle wieder, Oase und Ritualort zugleich. Lange mussten sie machtlos mit ansehen, wie die Weißen die heiligen Plätze entweihten, sei es aus Ignoranz oder Rücksichtslosigkeit. Wie sehr sich das geändert hat, zeigt sich in Alice Springs. Die Stadt im Mittelpunkt Australiens birgt mehr als 300 geheiligte Orte. Seitdem die Aborigines wieder Anspruch auf ihr Land haben, sind die Plätze geschützt. Diese Stätte ist den Frauen vorbehalten. Männer sind nicht zugelassen. Strafe für unbefugtes Betreten: 20.000 australische Dollar, rund 24.000 Mark. Ganz in der Nähe ein Forschungszentrum. Es würdigt Professor Theodor Strelo, sein Vater, ein deutscher Missionar, der die Ureinwohner bekehren sollte. Theodor wuchs in den 20er Jahren mit Aborigines auf. Er lernte ihre Sprache, begriff die fremdartige Kultur.
Die Stammesältesten vertrauten dem jungen Mann, überließen ihm sogar ihre Totems, die geheimsten Kultgegenstände. In den Ausstellungsräumen sind nur Objekte des Alltags zu sehen. In den Kellern, verpackt und unter strengstem Verschluss, lagern die wahren Heiligtümer. Etwa 2.500 magische Churungas. Die Aborigines meiden das Gebäude. Ihnen graut vor der geballten, unheimlichen Macht, die in den Katakomben schlummert. Doch nur ein paar Häuser weiter stellt ein Privatsammler solche Churungas völlig ungeniert aus. Wir können es kaum glauben. Für uns nur exotische Requisiten. Für die Aborigines beseelte Scheiben aus Stein oder Holz, belegt mit dem höchsten Tabu. Jeder Nicht-Eingeweihte, der sie zu Gesicht bekommt, muss sterben. Die Schuhe der gefürchteten Kurdeitscha-Männer, Rächer, die Gesetzesbrecher töten. Das Flechtwerk aus zarten Emu-Federn hinterlässt keine Spuren. Nirgendwo sonst darf man solche Objekte filmen, doch hier sieht man das problemlos. Die Stammesältesten vertrauen mir. Alles ist hinter Glas. Niemand außer mir darf die Gegenstände berühren. Damit sind sie zufrieden und ich habe auch keine Schwierigkeiten. Der magische Knochen, er bringt den Tod aus der Ferne. Die Alten wissen, dass ich den magischen Knochen habe. Deshalb kommen sie nicht hierher. Sie baten mich, ihn zu verschließen, damit sie nicht zu Tode erschrecken. Das habe ich auch getan. Aber sie wissen, dass er hier ist. Das Versteck kennen sie nicht. Nur ich weiß, wo es ist.